Yo, 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 Freunde, was geht? Nein, das war dumm, das war dumm. Nochmal, nochmal. Moin, Leute. Jetzt ist ungefähr schon eine Woche vergangen, seitdem wir angefangen haben, und es ist wirklich viel passiert. Wir haben jetzt inzwischen den Großteil der Wände verputzt. Leider ging uns dann dieses Isoment, heißt das, glaube ich, aus. So ein Spezialverputzzeug. Oh shit, here we go again. Das müssen wir erst bestellen, deswegen dauert es ein bisschen, bis wir dort weitermachen können. Allerdings haben wir jetzt, wie ihr hier gerade seht, die Einlaufdüse eingebaut, haben dafür die ganzen Teile verklebt und alles drum und dran und haben auch schon im Prinzip den Skimmer komplett fertig. Die Flächen müssen jetzt noch verputzt werden, also da, wo der Skimmer eingebaut worden ist und die Einlaufdüse eingebaut worden ist, und dann kann da auch schon die finale Isomentputzschicht drüber. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht machen können, leider, ist der Bodenablauf. Da fehlt uns noch so eine PVC-Puffe, die die beiden 50 mm Rohre verbindet. Die haben wir irgendwie vergessen zu bestellen, deswegen müssen wir die auch noch bestellen und können dort das auch nicht weitermachen. Dadurch, dass heute Sonntag ist, können wir auch nicht stemmen und sowas. Ich denke, wir machen jetzt noch ein bisschen mit der Elektronik weiter, dass wir drinnen in dem Poolraum schon mal Steckdosen legen und da schon mal alles vorbereiten. Das seht ihr jetzt. Okay, gut, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wozu dieser komische Schacht hier ist, und zwar dieser hier. Bevor ich das erkläre, mag ich allerdings nochmal allgemein einfach auf unser ganzes Pumpensystem und allgemein unser ganzes Rohrsystem einzugehen. Im Prinzip ist das ganz einfach. Wir haben einmal einen Poolraum, der ist hier. Das ist dieser Raum, in dem ich auch die ganze Zeit das Stromzeug gemacht habe. Hier habe ich auch schon ein bisschen mit dem Strom angefangen. Und das ist unser Raum, wo dann die Pumpe steht, die ist gerade hier hinter mir. Und auch der Sandfilter, die Sandfilteranlage und allgemein der ganze Kram. Jetzt haben wir hier einmal, habe ich schon gelegt, zwei, also kommt der Strom rein. Und dann haben wir zwei Steckdosen. Die sind einfach dafür da, dass die Poolpumpe und noch eventuell, falls wir was anderes haben, Strom bekommen. Daneben ist ein Schalter, ein ganz normaler Lichtschalter, einfach, den ich jetzt eingebaut habe. Der dann in so einen Trafo hier reingeht. Und dieser Trafo ist ein extra Trafo für Halogenlampen und sowas. Das Ding ist dann angebunden an ein Erdkabel, weil es dann nach draußen zum Pool geht und dann bis hin zu unserer Lampe, unserer Wasserlampe. Hier drinnen wird dann die Pumpe stehen. Doch woher kommt das Wasser für die Pumpe? Dazu gehe ich noch einmal nach draußen. Und zwar haben wir hier einmal diesen Skimmer, das habt ihr ja auch schon gesehen, wie wir den eingebaut haben. Der ist einfach dafür da, um das ganze Oberflächenwasser abzuziehen. Also wenn grobe Beschmutzungen, wie beispielsweise Blätter oder ähnliches, die halt dort schwimmen, in diesem Pool sind, dann können die hier schön abgesogen werden. Zum anderen haben wir da unten noch einen Bodenablauf, den haben wir noch nicht eingebaut. Das ist dafür da, dass falls zum Beispiel sich irgendwie Blätter langsam setzen und auf dem Boden sind, dann können die über diesen Bodenablauf abgesaugt werden. Damit das funktioniert, muss der ganze Pool ein bisschen also muss der schräg sein, damit dann die ganzen Sachen, die auf dem Boden liegen, langsam in diese Richtung vom Bodenablauf sich bewegen. Und diese beiden Ausgänge sind jetzt hier. Dann kommt ein Rohr hier hoch, einmal um den Pool herum und zack, 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 hier lang und dann dort in das Poolhaus rein. Zur Pumpe. Dort geht es dann einmal durch die Sandfilteranlage, das ist einfach Quarzsand, wo das durchgepresst wird, damit dort die ganzen Bestandteile gefiltert werden oder weggefiltert werden. Und dann von dem Poolhaus geht es wieder in den Pool rein, nachdem das Wasser gesäubert worden ist, und zwar durch die Einlaufdüse. Die Einlaufdüse habt ihr auch schon gesehen, wie wir die angebracht haben. Das ist dieses gute Stück dort unten. Und das ist im Prinzip auch schon unser ganzer Kreislauf. Also wir haben hier die beiden, den Bodenablauf in der Skimmer, wo das Wasser abgezogen wird. Dann wird es einmal rum und geht dann zur Einlaufdüse und wird wieder reingepumpt. Zum anderen seht ihr hier unten jetzt schon, haben wir angefangen, für das Licht einen Kreis auszuschneiden. Ich habe meine Seite zur Seite. Für den Dings ausgeschnitten. Wir dachten, man schraubt es einfach auf die Wand drauf. Allerdings hat sich jetzt herausgestellt, dass es auch noch so eine kleine Unterkonstruktion benötigt wird, die so etwa 2 bis 3 cm hoch ist. Und das müssen wir jetzt nochmal in den Pool reinstemmen. Das machen wir nachher, das seht ihr dann auch nochmal. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Schacht. Wozu ist der jetzt überhaupt da?
Und zwar ist es so, dass man im Winter die ganzen Rohre leer laufen lassen muss, damit halt nicht das Wasser drin gefriert und dann die Rohre eventuell sprengt. Problem ist allerdings, dass man das am tiefsten Punkt logischerweise machen muss, damit das Wasser wirklich rausfließt. Unser tiefster Punkt ist der Bodenablauf und da, wo der Bodenablauf ist, ist Hang. So. Und ein Ventil unter der Erde, wir hatten auch erst überlegt, ob man irgendwas ferngesteuertes machen kann mit Magnetventil oder was auch immer. Haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass wir hier einfach diesen kleinen Schacht machen. Und dort unten ist dann auf der Höhe, also auf dem niedrigsten Punkt, einfach so ein Ventil, also ein Kugelhahn. Und dann kann man hier reingreifen und das Ventil öffnen und die ganzen Rohre ablassen. Und allgemein auch einfach, falls man mal irgendwie noch ein Stückchen aus dem Pool ablassen möchte, kann man das auch dort machen. Und dafür ist der Schacht dort. Nach jedem halben Satz machst du 15 Minuten Pause und guckst in der Gegend rum, atmest schwer, sagst dann dann kommt der nächste halbe Satz,